Mit 2 PS durch Dresden, das rollende Erlebnis mit dem Pferdegespann von Kutsche und Kremserfahrten Gürntke. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promi-Geflüster und diesmal unternehmen wir eine kulinarische Reise mit 2 PS und zwar hole ich mir den Dresdner Promi-Koch Gerd Kastenmeier auf meine Kutsche. Gekocht hat er unter anderem schon für Madonna, Ralf Möller, Otto Walkes, Karat, Angela Merkel und viele, viele mehr. Und ihn hole ich mir jetzt auf meine Kutsche und los geht's hier auf der Maxstraße. Ja, hallo Gerd, grüß dich. Grüß dich, servus, hi. Perfektes Wetter für eine Kutschfahrt, oder? Besser geht's nicht, daheim. Optimal. Dann lass uns einsteigen zu deinem Lieblingsort. Ladies first. Okay. Wir sind jetzt unterwegs zu Gerd Kastenmeiers Lieblingsort in Dresden. Aber bevor wir da ankommen, habe ich natürlich noch ein paar Fragen an dich, Gerd. Zum einen, wir sind jetzt auf der Maxstraße gestartet. Warum? Ja, Maxstraße, da sind meine Wurzeln in Dresden. Ich habe ja hier im August 95 mein Restaurant aufgemacht, die Fischgalerie, das erste Laden. Und von daher habe ich immer sehr, sehr starke Erinnerungen natürlich dran und war ja eine schöne Zeit. Und naja, deswegen, also Maxstraße, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich dran vorbeifahre. Ja, und heute eine Premiere für dich. Du hast mir jetzt deine erste Kutschfahrt hier in Dresden. 16 Jahre lebe ich schon hier. Und das erste Mal mit der Kutsche. Ich schäme mich ja auch dafür, aber ist cool hier. Mensch, tolles Wetter dazu. Ja. Macht Spaß. Ja, du hast schon den Status als Promi-Koch und bist auch besonders bekannt geworden, als du für Sarah Sahni gekocht hast. Aber das hat sich ja nun ein bisschen, ja, hat sich geändert. Das hat sich geändert, ja. Das habe ich 5 Jahre gemacht. Das war okay, war eine interessante Zeit. Wir haben, haben uns da auch sehr gut auch weiterentwickelt im Catering-Bereich natürlich. Ist natürlich eine andere Größenordnung, ob ich jetzt für 50 Personen koche oder für 450. Mhm. Und so hat sich das ganz gut ergeben und seit letztem Jahr machen wir was anderes. Ich habe gelesen, es hat dich schon mit 4 Jahren an den Herd gezogen. Ist das wirklich so gewesen? Ja, das war schon immer. Also Kochen war für mich immer schon so irgendwas Besonderes. Und meine Mutter war ja Köchin, zwar keine gelernte Köchin, aber so eine eben Hausköchin im Schloss, beim Grafen in Moos. Und da bin ich immer schon ein bisschen in der Küche mit rumgestiefelt halt und habe mir das natürlich immer so ein bisschen mit angenommen und geguckt und geschaut und dann selber ausprobiert. Und ja, ja, meine ersten Omelettes habe ich so mit 5 dann gebraten. Da hast du noch eine Erinnerung dran? Ja, ja, richtig, klar, ja, ja, richtig. Weil die Küche immer mal Ärger gekriegt, weil die Küche ausschaut hat wie Schwein. Und wer war dann dein Tester für die ersten Omelettes? Habe ich immer selber gegessen. Deswegen bin ich ja so schön groß geworden. Okay, ja, deine Philosophie lautet, das muss ich mal kurz nachgucken, Augen schließen. Genießen. Genau, richtig. Ja, meine Philosophie, ja, jeder Koch entwickelt ja für sich so eine Philosophie, oder sollte ja eigentlich für sich selber. Und ich sage immer, bei mir ist immer wichtig, wenn ein Gast zu mir zum Essen kommt, ein Blinder, dass er weiß, was er isst, ohne dass ich es ihm sagen muss. Das heißt, ich brauche nicht 50 verschiedene Geschmacksrichtungen auf dem Teller. Wenn ich einen schönen Fisch zubereite, dann soll er auch diesen Fisch schmecken. Wenn dann eine schöne Soße dabei ist, soll die Soße auch schmecken. Na, so soll es sein. Und nicht irgendwas schickimicki. Servus! Mahlzeit. Servus, grüß dich. Okay. Auch ein Stammgast? Auch ein Stammgast, natürlich, ja. Ja, du hast ja viele Gäste hier in Dresden, unter anderem ja, zieht Karat öfters zu dir ins Kastenmeier. Ja, für wen hast du denn schon alles gekocht? Oh, gekocht habe ich schon für, also meiner Kochkarriere, ich bin ja, wie gesagt, schon seit 26 Jahren Koch, habe ich schon für alle möglichen, also ob das Madonna war, ob das Billy Idol war, ob das alle. Genscher Geburtstag haben wir gemacht, vom Heinz Dietrich in den 80. Geburtstag in Berlin für die 1500 Gäste und, das ist alles Mögliche. Jetzt muss ich aber schon nachhaken, ich bin nämlich schon Fan von Madonna. Wie war das denn so? Das war total cool, das war in München und zwar, die hatte einen eigenen Leibkoch dabei. Der stand aber nur in der Küche, hat Champagner getrunken und hat gesagt, mach dir ruhig, das ist wurscht, das passt schon. Das war gut. Ja, man sieht sie selber da nicht natürlich, nicht. Die hat auf dem Zimmer gegessen, aber der Leibkoch von der Madonna saß in der Küche bei uns und hat immer noch gesagt, naja, Jungs, macht's, Guys, macht's hier, das passt schon, ich schau dir so ein bisschen an und dann ist das Ding okay. Halt, ne? Gab's da auch ein Feedback dann? Nichts Negatives. Hat's aufgegessen? Wird's geschmeckt haben. Ah, okay. Wir haben den leeren Teller nicht gesehen, aber ich glaube, wir haben unsere Mädels alle mitgenommen, die Zimmer gemacht haben. Weißt du noch, was du für sie gekocht hast? Ah, die hat Hühnchen hat's gegessen. Ja, fettarm, eiweißreich. Genau, mit sehr viel Gemüse, ja. Ja. Ja, war lässig. Ja, du kommst aus Niederbayern. Wie bist du denn hier nach Dresden gekommen? Davor, bevor du hier nach Dresden gezogen bist, hast du ja auch schon ganz schön viele Stationen ja durchlebt, sage ich jetzt mal. Ja, als Koch ist es wichtig, dass man viele Stationen hat. Als Koch sagt man normalerweise, das erste halbe Jahr ist für einen Koch selber zum Lernen. Und das zweite halbe Jahr, das man in einem Laden ist, ist dann immer für einen Chef, einen Eigentümer.
Und ich habe es immer so gehandhabt, ich war meistens so dreiviertel Jahr lang in einem Restaurant und bin dann weitergezogen ins nächste Restaurant, um zu lernen halt, so in der Lehrjahre. Und Dresden kam ich über Berlin, dass einfach mal unser Eigentümer vom Art Hotel, wo ich jetzt drin war, hat mich in Berlin angesprochen und gesagt, du, ich baue in Dresden ein Hotel und könnte mir auch so vorstellen, so ein Fischrestaurant, wie ihr in Dresden, wie ihr in Berlin hier habt, zu machen, ob ich nicht Interesse hätte. Und dann war ich einen sonnigen Tag, bin ich dann nach Dresden gefahren, 25 Grad, blauer Himmel im Sommer und war noch nie in Dresden vorher. Ich bin dann über die Augustusbrücke gefahren und bin auf der Brücke oben stehen geblieben. Durften wir ja gar nicht, aber es war mir wurscht, ich bin stehen geblieben, bin ausgestiegen, habe dann diese Elbwiesen gesehen mit den Menschenmassen und habe gesagt, das ist geil, das ist meine Stadt, das gefällt mir. Und du hast ja auch die Lindenschenke übernommen gehabt. Die haben wir ja nicht übernommen, die haben wir sogar gekauft, gebaut, saniert. War ja alles schlimm vergammelt und war 10 Jahre zu. Die haben wir 98 dann gemacht und die habe ich aber letztes Jahr im August verkauft, eben mit der Entstehung des neuen Objekts, weil es nicht anders gegangen wäre. Ich wollte nicht mit neuem Personal anfangen. Meine Mitarbeiter waren teilweise seit 14 Jahren schon bei mir, seitdem ich in Dresden bin halt. Und die wollte ich auch mitnehmen, weil eben die Aufgabe, die wir hier im neuen Objekt haben, natürlich dementsprechend groß war und wichtig war. Ja, du hast schon vorhin angesprochen, Fisch. Fisch ist dein Gemüse. Wie ist es dazu gekommen? Ja, Fisch ist ein Produkt, wo man wahnsinnig kreativ arbeiten kann und in relativ kurzer Zeit zubereiten kann. Ist immer das von der Zubereitung her, von der Kreativität her, von den Möglichkeiten her. Da gibt es nur eins, muss halt frisch sein. Und deswegen muss man sich da auch spezialisieren, dass man sagt, okay, wenn ich was mache, dann mache ich wirklich Fisch. Und in der Gastronomie, wenn man heutzutage Erfolg haben möchte oder will, das wollen ja alle irgendwo, dann musst du immer ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wenn du einer von vielen bist, ist es schön, aber es schmeißt dich nicht nach vorne. Und wenn du halt was Spezielles hast, was sonst keiner hat, dann bist halt immer, bist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du Erfolg hast, immer sehr hoch natürlich. Hast du denn jetzt für alle Hobbyköche da draußen so einen Kochtipp, was jetzt die Saison betrifft? Spargel, klar, Spargel geht's los. Wir haben also seit 1. April schon Spargel. Ich habe so einen Spargelbauern, der hat eine Biogasanlage und der heizt mit seiner Abwärme, heizt ja dann meinen Spargel auf, den ich jetzt schon kriege halt. Und da warten alle den ganzen Winter drauf. Winter war lang genug und jetzt geht's endlich los. Und von daher schön karamellisierten Spargel mit gebratenen Fisch, was eine Haut hat, was ein bisschen Röstaromen hat, immer lecker. Hört sich auch lecker an, kriege ich gleich Hunger. Können wir gleich machen. Ja, du kochst nicht nur für deine Gäste, sondern auch im Fernsehen. Du hast auch schon Kochshows direkt gemacht, ne? Ja, ich habe bei Kabel 1 habe ich eine Sendung, Konkurrenz, Entschuldigung. Habe ich eine Sendung, da drehen wir jeden Monat so 2 Sendungen mit allen möglichen Themen. Also im Moment sind wir gerade dabei, dass wir Kantinen aufpimpen. Das drehen wir nächste Woche wieder zum Beispiel. Ansonsten haben wir gemacht, dass wir einfach nur bei irgendjemand an der Haustür geklingelt haben. Mhm. Mal geschaut haben, was ist im Kühlschrank und das kochen wir dann. Oder Tipps vom Profi, wo ich dann einfach grundlegende Basisprodukte vorstelle, was man damit machen kann, wie man damit arbeiten kann. Du bist auch ganz schön unterwegs. Selbst und ständig. Selbst und ständig, ja. Promigeflüster. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ziel unserer Reise. Wir nähern uns. Das heißt, es wird Zeit für die Schnellfragerunde. Ich stelle nämlich meinem Gast auf der Kutsche jede Folge die gleichen 5 Fragen. Da fangen wir auch gleich mal an. Die erste Frage lautet, wie lautet dein Lebensmotto? Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken und schlechte Sachen zu essen. Das ist gut. Ja, das hätte fast von Rainer Kallmund auch sein können. Der hat auch so ein ähnliches Motto, glaube ich, aber das... Man muss es aus Überzeugung sagen und dafür lebe ich und dafür sterbe ich auch. Ne? Gutes Essen, gutes Trinken ist mit das Wichtigste. Was schätzt du besonders an dir selber? Meine Geradlinigkeit. Wann oder wobei wirst du schwach? Bei einer guten Flasche Wein. Also da fahre ich hunderte von Kilometern, tausende von Kilometern, um Weingüter zu besuchen und da eben auch das Richtige zu finden, das es nicht überall gibt. Mehr Rotwein oder Weißwein? Alles. Hauptsache gut. Hauptsache gut, richtig. Gibt es jetzt einen speziellen, wenn du sagst, du reist sogar richtig weit dafür? Also ich stehe im Moment, habe ich so ein Faible für österreichische Weine. Aha. Also ich bin viel in Österreich unterwegs und kenne da mittlerweile auch sehr viele gute Winzer, die dann ganz spezielle Sachen auch für mich extra machen. Auch, ne? Also Weine extra, die für mich kreiert werden. Und das ist dann schon ein großes Hobby und da wäre ich echt schwach.
Ja, vorletzte Frage. Mit wem würdest du, wenn du die Chance dazu hättest, für ein paar Tage das Leben mal tauschen wollen? Walter Röhrl. Muss ich jetzt nachfragen? Wer ist das? Walter Röhrl ist ein Rallye-Fahrer. War Rallye-Fahrer, ist auch, abgesehen auch von einem lieben Freund von mir auch. Und hat alles gewonnen, was man im Rallye-Sport gewinnen kann. Und wie der Mensch Auto fährt, sowas würde ich auch gerne machen. Ich habe ja noch ein Hobby, ich gehe noch Rallye fahren. Ist ja auch noch so ein blödes Hobby von mir. Hm. Na blöd, okay, aber auf alle Fälle schnell unterwegs bist du dann und ist auch hucklig nebenbei noch. Geschwindigkeit ist keine Hexerei. Was reizt dich da so dran? Das Abschalten. Mhm. Das ist wirklich die einzige Sportart. Ich fahre im Jahr eine Woche oder zwei Wochen, wie ich immer Zeit habe. Ja. Und in dieser Woche hast du wirklich keine 10 Sekunden Zeit, ans Geschäft zu denken. Das sind die einzigsten 10 Tage im Jahr, wo ich wirklich absolut Urlaub habe. Wo fährst du dann nochmal genau? Wir fahren zum Beispiel die Dresden-Breslau, das ist die größte Amateurrallye Deutschlands, genau. Die habe ich auch nach Dresden geholt, das ist der Veranstalter, ein guter Freund von mir. Eben habe ich dann geschaut, dass sie auch in Dresden startet. Die ist früher in Berlin gestartet und ist seit 5 Jahren jetzt in Dresden. Hast du sehr gut gemacht. Ich weiß, danke. Und ich muss nicht so weit fahren, wenn es losgeht. Also war es schon ein bisschen Eigennutz auch dabei? Na? Selbstverständlich, ja, so sind wir halt, wir Männer. Ja, wir sind ja bei der Schnellfragerunde. Die letzte Frage lautet, welches Ziel würdest du unbedingt noch erreichen? Ich habe mehrere Ziele, die ich erreichen möchte. Also hobbymäßig will ich mal die Paris-Dakar mitfahren, ist klar. Und geschäftsmäßig will ich einfach, dass es so weiterläuft, wie es bis jetzt läuft. Weil wir sind ja so aufsteigenden Ast. Wir haben jedes Jahr mehr Erfolg und super Stammgäste. Und von daher, also alles so, wie es ist. Das wünschen wir dir natürlich auch alle Erfolg weiterhin und dass du weiter so gute Sachen für Dresden machst. Und welches Ziel wir noch erreichen wollen, ist dein Lieblingsort hier in Dresden. Und ich sehe den schon fast. Oh ja, ich sehe ihn auch schon. Okay. Da war ich doch schon mal. Promigeflüster. Gerd, wir sind angekommen. Ich glaube, man kann sich. Okay, warte, ich hüpfe mal schnell runter. Ich glaube, die Zuschauer können sich auch schon denken, was das Ziel unserer Reise ist, oder? Klar, unser Kurländer Palais. Schöner geht's nicht, ne? Also von daher, ich würde sagen, wir schauen mal noch mal rein. Das würde ich auch sagen, damit wir uns auch was vorstellen können. Ja. Ja, das Kastenmeiers, damit hast du einen Traum erfüllt, oder? Ja, ich konnte da einfach nicht mehr Nein sagen. Ist auch richtig schön geworden. Ja, was gibt es denn für aktuelle Projekte hier? Wir haben viele Projekte das ganze Jahr. Aber natürlich so, wir planen für September ein Karat-Konzert, ein Unplugged-Konzert zum Beispiel. Haben im Juli unser großes Golfturnier, unser Gourmet-Cup wieder. Machen natürlich jeden Monat Aktionsgeschichten. Letzten Monat hatten wir Königsgrabben, die ganz großen, das sind 7-Kilo-Grabben. Jetzt geht es mit Spargel los natürlich, sächsischer Spargel ohne Ende. Also immer was Neues und immer was auf dem Markt ist. Das hört sich ziemlich lecker an und ich glaube, du wirst uns auch noch eine Runde ausgeben, oder? Aber hallo hier, schöner Spargel mit Fisch. Nach der Premiere mit der Kutschfahrt haben wir uns jetzt was verdient, oder? Ja, okay. Machen wir ein Gläschen Wein dazu auf, okay? Okay, alles klar. Ja, das war's schon für diese Folge von Promigeflüster. Nächste Woche Freitag sehen wir uns wieder, bin ich wieder mit 2 PS in Dresden unterwegs. Mit 2 PS durch Dresden, zu jedem Anlass die richtige Kutsche gibt's bei Kutsch und Kremser Fahrten Gürntke.